Hier wurden die Polen also ermordet, verbannt, erschossen, geprügelt. Das ist auch eine Geschichte, die ich dann in Verbindung gebracht habe mit Himmlers berühmte Rede. Das war, glaube ich, 43 oder Anfang 44 in Posen. Da hatte Himmler vor SS-Leuten eine Rede gehalten und hat eben gesagt, also er weiß, was das bedeutet, und für diejenigen, die jetzt die Mordbefehle ausführen mussten oder ausgeführt haben, auch was es bedeutet, 100 Menschen umzubringen, 1000 Menschen umzubringen und 10.000 Menschen umzubringen. Er weiß, was das für eine große Belastung ist. Er weiß aber auch, wie wichtig es ist, dann anständig geblieben zu sein. Das war der Tenor von Himmler. Und ich habe das in Verbindung gebracht, weil meine Mutter und mein Vater sehr häufig bei Menschen, also als Charakterisierung für Menschen gesagt haben, die waren anständig. Und dann kam ich da, die waren hochanständig. Das ist immer noch so ein, der war hochanständig. Also dieser Begriff Anständigkeit, das läuft mir immer heute noch kalten Rücken runter, wenn ich das so in dieser Steigerung höre, weil ich dann den Tenor vor allem meiner Mutter höre, die mit der Kenntnis ihrer eigenen Geschichte, der Geschichte ihres Mannes, des ganzen Umfeldes von anständig und hochanständig spricht. Mhm.